wir müssen in den Bunker. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Wir halten das schon aus, Rainy. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Miss Clock behauptet auch, dass die Zunge schwarz wird, wenn man flucht. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rainy, ich
wollte dir keine Angst machen. Reedy, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren, ich verspreche es. Was kann ich tun, um Reedy die Angst zu nehmen? Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf, wir machen jetzt was, was Miss Clark gar nicht leiden kann. Ist die Opferzahl ungewiss? Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Das bringt mich auf etwas, das Reedy bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin! Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Bart? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Keine Bommeln. Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Sie bekommt immer Schluck auf, wenn sie sich fürchtet. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Was kann ich tun, um Reedy die Angst zu nehmen? Was kann ich tun, um Reedy die Angst zu nehmen? Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Reedy tue ich's. Hallo, Reedy. Hallo, Sedgwick. Wie geht's, Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Hallo, Reedy. Hallo, Sedgwick. Wie geht's, Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Spot! Ja, wo mag er nur sein?
Pflaster könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte! Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens IA. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er sein Opa, sein Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozifeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Tada! Der König von Silence! Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten, die Mauern der Städte bröckelten und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen, ganz so wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Da finde ich noch was Besseres. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Hedwig, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedgwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh!